Vorhang auf für den Zirkus Flickflack. Dieser prägte vom 18. bis zum 28. Februar das Stadtbild auf dem Schlossplatz. Das schwarz-gelbe Zelt ist keine unbekannte Erscheinung in Münster. Ja, wir sind ja nicht das erste Mal in Münster. Die Münsteraner kennen uns und lieben uns und haben sehr, sehr viele Jahre darauf gewartet, dass Flickflack endlich wieder auf dem Schlossplatz gastiert. Für Flickflack, für den Betrieb, ist Münster ein sehr lukrativer Standort. Von den Besucherzahlen gesehen und natürlich auch von der Lage, also besser als auf dem Schlossplatz kann man in Münster nirgends stehen. Und deswegen sind wir glücklich, nach vielen Jahren endlich wieder in Münster zu Gast zu sein. Aus aktuellem Anlass können sich die Bürger auf eine besondere Show freuen. Das ist die Jubiläumstour von 25 Jahren Flickflack. Und da hat sich das einfach so entwickelt, dass wir auf diese Idee Höchststrafe kamen und die ganze Show ist im Knaststil gehalten und das ist so der rote Faden durch die Show. Diese Acts sind nicht so leicht zu finden. Der Ursprung liegt meist woanders. Es gibt mit Sicherheit auch Künstler, die sich bewerben. In erster Linie versuchen wir aber Acts nach Deutschland zu Flickflack zu holen, die es hier noch nie gab. Und das erreichen wir eigentlich nur mit Scouts, die international reisen. Benno Kastein, der Zirkusgründer, ist also jede Woche in irgendeinem anderen Land und schaut sich diverse Zirkusshows an. Auch Shows, die überhaupt nichts mit Zirkus zu tun haben. Motorsportshows, allgemein Sportshows. Wir haben sehr, sehr viele Athleten, die hier auftreten, die weniger Artisten sind. Und die werden dann eben, wenn sie zu uns kommen, auf Show getrimmt. Nervenkitzel ist auf jeden Fall gesorgt. Das dargestellte Programm ist vielfältig und bietet für jeden Geschmack etwas. Sehr viel Adrenalin, viel Akrobatik, Comedy. Der Höhepunkt ist auf jeden Fall natürlich am Ende die 8 Motorräder in der Stahlkugel und danach springen die Motorrad-Freestyler noch über die Kugel durchs Zelt. Das ist auf jeden Fall Höchststrafe für die Nerven. Zwar ist der Zirkus Flickflack schon weitergezogen, doch die Münsteraner hoffen, dass es diesmal nicht so lange dauert, bis er uns wieder beehrt.